Ein in Tagesordnungspunkt 6, gemeinsamer Antrag der Fraktionen von SPD, Bündnis 90, die Grünen und Piraten, Drucksache 19/4427 mit dem Thema offene Zugänge zum Internet schaffen. Ich eröffne die Aussprache und erteile für die erste der drei antragstellenden Fraktionen, die SPD-Fraktion, Herrn Kollegen Schneider das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Vor einem halben Jahr habe ich hier an gleicher Stelle zum Antrag der Piratenfraktion gesprochen, die eine Abschaffung der Störerhaftung forderte. Sie erinnern sich vielleicht. Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört. Und nach 6 Monaten beraten wir nun über einen gemeinsamen Antrag der Piraten mit den Fraktionen der SPD und der Bündnisgrünen. Dieser gemeinsame Antrag benennt noch einmal die wesentlichen Argumente dafür, die Haftungsfragen bei offenen WLAN-Netzen eindeutig zugunsten der privaten Betreiber zu regeln. Ich möchte hier nicht alle Punkte des Antrags wiederholen, sondern ich beschränke mich auf 2, wie ich finde, wichtige Beispiele. Zum einen möchte ich auf die Chancen hinweisen, die mit einer sauberen rechtlichen Lösung der Störerhaftung für den ländlichen Raum bestehen. Dort nämlich, wo ein flächendeckender Breitbandausbau noch nicht gegeben ist, können Insellösungen mit schnellem Internet dafür sorgen, dass nicht nur sozial schwache Nutzer in die Lage versetzt werden, hohe Bandbreiten zu benutzen. Auch Bürgerinnen und Bürger, die innerhalb der weißen Flecken auf der Breitbandlandkarte wohnen, haben dann die Chance, über offene WLAN-Netze am digitalen Leben teilzunehmen. Aber auch die digitale Wirtschaft profitiert davon, wenn das Haftungsrisiko endlich vom privaten Anbieter auf den Nutzer des WLAN-Netzes verschoben wird. Man kann nicht einerseits von flexiblen Arbeitsplatzlösungen sprechen und andererseits durch die aktuelle Regelung den unkomplizierten Zugang zum schnellen Internet blockieren. Sei es der Coworking Space, das Ad-Hoc-Netzwerk für Konferenz und Messe oder beispielsweise auch die geschätzten Mitarbeiter des WDR, die ihre Videos regelmäßig im Kölner Café Hallmackenreuther schneiden. Ohne eine Rechtssicherheit im Bereich der Störerhaftung ist der flexible Zugang so mancher Webworker ins Netz gefährdet. Liebe Kolleginnen und Kollegen der CDU oder zumindest die heute hier verbliebenen Kolleginnen und Kollegen, während ich Ihnen vor einem halben Jahr attestieren musste, dass Ihre Partei noch immer in Schockstarre vor dem Neuland verharrt, möchte ich Ihnen heute eindeutig gratulieren. Sie bewegen sich doch. Einschränkend muss ich allerdings sagen, dass Ihnen das nicht ganz selbstständig gelungen ist. Nur geführt von den Unterhändlern der SPD haben Sie sich auf folgende Formel im Koalitionsvertrag geeinigt, und ich zitiere mit Genehmigung: Die Potenziale von lokalen Funknetzen als Zugang zum Internet im öffentlichen Raum müssen ausgeschöpft werden. Wir wollen, dass in den deutschen Städten mobiles Internet über WLAN für jeden verfügbar ist. Wir werden die gesetzlichen Grundlagen für die Nutzung dieser offenen Netze und deren Anbieter schaffen. Rechtssicherheit für WLAN-Betreiber ist dringend geboten, etwa durch Klarstellung der Haftungsregelungen analog zu Access-Providern. Zitat Ende. Damit haben wir einen Teil der im Antrag geforderten Schritte bereits klar festgelegt. Weitere Dinge müssen wir noch anpacken. Ganz im Sinne unserer Open-Data-Strategie müssen wir offene Internetzugänge lokalisieren und die Informationen für Dritte bereitstellen. Damit können Anwendungen entstehen, mit denen kostenlose WLAN-Zugänge gefunden werden können. Übrigens, das ist genau das Gegenteil eines Geschäftsmodells, das bereits vorhandene und auch bezahlte Bandbreiten nochmals gewinnbringend vermarktet und dabei durch die Hintertüre den Kunden einen Routerzwang auferlegt, den wir übrigens im Koalitionsvertrag ebenso ablehnen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, bei aller Freude über wichtige Weichenstellungen in Berlin möchte ich nicht verhehlen, dass es in der bundesweiten Medien- und Netzpolitik noch viele offene Baustellen gibt. NRW wird deshalb Beschleuniger und korrektiv bleiben müssen, auch wenn wir leider an vielen Stellen der Gesetzgebung selber nicht zuständig sind. Wir werden eine progressive Netzpolitik vorantreiben, gerne auch wieder im Schulterschluss mit weiteren Fraktionen hier im Landtag Nordrhein-Westfalen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ein herzliches Glück auf. Ja, Glück auf, Herr Kollege. Für die Grüne Landtagsfraktion spricht der Kollege Bolte. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, mein Vorredner hat es ja gerade schon umrissen. Das Thema Störerhaftung ist ein durchaus leidiges Thema, das uns schon seit ziemlich langer Zeit beschäftigt. Ausgehen
Ausgangspunkt für die Debatte, die wir heute führen, ist ja das Urteil des Bundesgerichtshofs im Sommer unseres Lebens Fall zum Thema Störerhaftung, Haftung bei WLAN. 2010, das ist eine ganze Zeit her, seitdem ist nichts passiert. Es hat damals durch dieses Urteil eine erhebliche Rechtsunsicherheit für die Betreiberinnen und Betreiber freier WLANs gegeben. Die zentrale Fragestellung war, die den BGH damals beschäftigt hat, inwiefern eine Betreiberin oder ein Betreiber bei Rechtsverletzungen bei offenem WLAN haftbar gemacht werden kann. Damals hat der BGH die Position eingenommen, dass nach der damaligen Situation die sogenannte Störerhaftung gereift, wenn eben durch Betrieb eines offenen WLANs eine Gefahrenquelle dargestellt wird und Betreiberinnen und Betreiber Schutzmaßnahmen dazu unterlassen. Ich fand damals, war schon sehr deutlich, dass das ein Hindernis darstellen wird für offene Zugänge zum Netz. Und es war damals schon klar, dass Handlungsbedarf besteht. Was ist passiert? Jahrelang nichts. Jahrelang ist von der schwarz-gelben Koalition nichts passiert. Der ursprüngliche Antrag der Piratenfraktion, den Sie im März ja dankenswerterweise vorgelegt haben und damit ja auch eine ganz spannende Debatte in Gang gebracht haben, der sah allerdings nur vor, eine Bundesratsinitiative zu unternehmen, die zum damaligen Zeitpunkt schon längst erfolgt war. Und deswegen finde ich es gut, dass es uns gelungen ist, hier einen etwas breiter angelegten Antrag vorzulegen und heute gemeinsam hier dem Landtag zur Abstimmung vorzulegen, der einfach den Blick auf das Gesamtthema lenkt. Neu an diesem Antrag ist, dass wir einen Gesamtansatz entwickeln wollen, um offene Zugänge zum Netz zu schaffen. Und einen solchen geweiteten Ansatz, den sollten wir auch zugrunde legen. Gerade vor dem Hintergrund der Untätigkeit der Bundesregierung über viele Jahre, wir müssen auch schauen, was jetzt eigentlich dabei rauskommt in der nächsten Zeit unter der neuen Regierung, aber gerade vor diesem Hintergrund, was wir die letzten Jahre erlebt haben, ist es erforderlich, dass wir auch über weitere Formen offener Zugänge reden, dass wir auch weitere Formen entwickeln. Neben der Neuregelung der Störerhaftung finde ich es da sehr interessant, über den Bereich Freifunk zu sprechen. Freifunk ist eine gute Möglichkeit, um Zugänge zum Netz zu ermöglichen. Es gibt auch in Nordrhein-Westfalen eine große Zahl von Initiativen aus der Zivilgesellschaft, die die Freifunkphilosophie vorantreiben. Durch zivilgesellschaftlichen Einsatz werden Möglichkeiten der digitalen Teilhabe vergrößert, und das ist ein guter Weg, das ist eine gute Initiative mit dem Ziel, dezentrale, selbstverwaltete, freie Netze aufzubauen. Dadurch werden diskriminierungsfreie Zugänge geschaffen und auch anonymes und unzensiertes Surfen ermöglicht. Aber Freifunk ist nicht die einzige Möglichkeit, offene Zugänge zum Netz zu schaffen. Es gibt in zahlreichen öffentlichen Einrichtungen bereits heute die Möglichkeit, durch kostenlose Terminals etwa auf das Internet zuzugreifen. Wenn wir die Vorteile, die die Digitalisierung für unsere Gesellschaft bietet, dann müssen wir nutzen wollen, dann müssen wir es endlich schaffen, auch diese Zugänge für alle zu ermöglichen. Es ist eigentlich unglaublich, dass heute noch ein Viertel der Bevölkerung keinen Netzzugang hat, dass es Offliner gibt in einer so großen Größenordnung, das finde ich eigentlich unglaublich für ein so großes, auch so reiches Industrieland. Und ich finde, wenn wir die Vorteile und die Möglichkeiten, die die Digitalisierung für uns bietet, ja nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht, sondern für uns als Gesellschaft, für uns als Gemeinschaft, wenn wir die endlich nutzen können, dann haben wir damit heute einen guten Weg beschritten. Und insofern finde ich es einfach auch wichtig, dass wir die verschiedenen Möglichkeiten, die sich bieten, so wie es der Antrag jetzt fordert, bündeln, vernetzen, gute Praxis darstellen, zentral darstellen und auch, dass es auch beworben wird. Wir schlagen das heute so in diesem Antrag, den wir gemeinsam erstellt haben, vor. Das ist auch ganz im Sinne des Koalitionsvertrags der Landesregierung, wie wir ihn letztes Jahr vorgelegt haben. Da ist eine solche Plattform drin vereinbart. Ich kann zum jetzigen Zeitpunkt
nur noch einmal meine Freude zum Ausdruck bringen, dass es uns gelungen ist, gemeinsam und an der Sache orientiert heute einen gemeinsamen Antrag vorzulegen. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bei allen Beteiligten bedanken und freue mich auf eine möglichst breite Zustimmung heute. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege Bolte. Als nächstes spricht Daniel Schwert für die Piratenfraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Opfer der Abmahnindustrie. Wer seinen Internetzugang anderen Menschen zur Verfügung stellen will, sei es ein Gewerbetreibender oder eine Privatperson, geht derzeit noch ein unkalkulierbares Risiko ein. Man haftet für Rechtsverstöße anderer, die sich ins eigene Netz einklinken. Auch dann, wenn man weder Kenntnis davon hatte, noch tatsächlich irgendetwas daran hindern hätte können. Dies ist die sogenannte Störerhaftung. Ein unerträglicher Zustand sorgt dafür, dass sehr viel weniger Internetzugangsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, als eigentlich möglich. Der Bundesgerichtshof nannte in seinem Urteil vom 24. Januar 2013 den Zugang zum Internet ein Grundrecht. Die Mitbenutzung vorhandener Anschlüsse würde dieses Grundrecht für noch mehr Menschen verwirklichen. Unter der unklaren Haftungsfrage ist aber kaum jemand bereit, seinen Anschluss zu teilen. Wir befassen uns hier und heute zum zweiten Mal mit der Störerhaftung. Wir Piraten hatten bereits einen entsprechenden Antrag eingebracht und hierzu eine aufschlussreiche Anhörung durchgeführt. Dort haben die Experten unisono eines bestätigt: Es bedarf dringend der Klarstellung des Haftungsprivilegs für Anbieter. Die derzeitige Situation ist schädlich für Gesellschaft und Wirtschaft. Die unsichere Rechtslage schadet allen Anbietern von Internetzugänge, die nicht selbst Zugangsprovider sind, etwa Gastronomie, Hotels, aber auch Kommunen und kommunale Einrichtungen. In Skandinavien etwa haben sie in jedem öffentlichen Bus einen kostenlosen und freien WLAN-Zugang, bei uns derzeit undenkbar. Die aktuelle Regelung schadet nicht nur dem Gastgewerbe und Tourismus, sondern auch der Kreativwirtschaft, deren Beschäftigte darauf angewiesen sind, von überall und jederzeit arbeiten zu können. Nirgendwo in Europa gibt es etwas Vergleichbares wie die Störerhaftung. Für Nordrhein-Westfalen und Deutschland summieren sich diese Probleme zu einem echten Wettbewerbsnachteil. In der Verhandlung über die Große Koalition auf Bundesebene wurde das Thema aufgegriffen und behandelt. Allerdings wurden teilweise widersprüchliche Signale gesendet. Manchmal war von einer Haftungsprivilegierung nur bei Straftaten die Rede. Das sind aber gar nicht Gegenstand der Haftungsprobleme gewesen, sondern es waren zivilrechtliche Ansprüche. Teilweise wurden Registrierungsmodelle diskutiert, die dem Gedanken eines freien Zugangs auch für Passanten und Besucher widersprechen oder technisch nicht angemessen realisierbar sind. Eine Überwachung des Datentransfers ist ebenfalls abzulehnen. Private Kommunikation genießt einen besonderen Schutz, gerade auch in Zeiten der NSA-Überwachung. Beides stellt zudem eine Ungleichbehandlung von Internetprovidern zu anderen Zugangsanbietern dar und eröffnet neue Risiken für Anbieter, die versehentlich komplizierte Regelungen nicht hundertprozentig umsetzen. Bisherige gesetzgeberische Bemühungen, die Störerhaftung zu entschärfen, gingen nämlich ins Leere. Wir erinnern uns an den Versuch, Abmahnkosten sogenannter nichtgewerblicher Fälle zu deckeln. Neben der Tatsache, dass dies keine Entlastung für die Gastronomie und Hotellerie darstellt, haben findige Anwälte vor deutschen Gerichten diese Regelung schnell wieder ausgehebelt, indem sie den Begriff der Gewerblichkeit extrem weit auslegen ließen. Daher fordern wir hier eine Abschaffung der Störerhaftung ohne Ausnahme. Alle Anbieter von WLAN-Zugängen, egal ob Provider oder sonstige gewerbliche oder private Anbieter, egal ob verschlüsselt oder frei, sind gleichzustellen. Es darf auch keine vorausschauenden Prüf- und Kontrollvorschriften geben, so wie es der Gesetzgeber ursprünglich beim Haftungsprivileg im Telemediengesetz beabsichtigt hatte. Keine Schlupflöcher für Abmahnanwälte. Der vorliegende Antrag, den wir Piraten gemeinsam mit SPD und Grünen stellen, basiert zu großen Teilen auf unserem ursprünglichen Antrag. Ich freue mich sehr, dass wir hier eine gemeinsame Position gefunden haben. Ich bedanke mich für die Zusammenarbeit. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass Sie sich öfter vernünftigen Ideen öffnen. Und die Worte, die wir eben gehört haben von der progressiven Netzpolitik, die werden wir sehr ernst nehmen. Im Übrigen zum Thema Freifunkinitiative, hier sind bereits schon Initiativen innerhalb des Landtages im Gange.
die Freifunkvernetzung mit dem Landtag und mit dem Land Nordrhein-Westfalen voranzubringen. Und auch hier freue ich mich auf eine gemeinsame Initiative. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schwert. Nächster Redner ist der Kollege Hegemann für die CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, es ist schon verwunderlich, dass fast den gleichen Antrag, den die Piraten Anfang des Jahres gestellt haben, nun von Grünen und SPD noch einmal genauso gestellt werden. Er war damals genauso unsinnig wie heute, nur heute hat er eine größere Basis, heute wird er wahrscheinlich beschlossen werden. Es wird einiges zu dem Antrag erzählt, was gar nichts mit dem Kern des Antrags zu tun hat. Freier Zugang zum Internet ist interpretationsbedürftig, heißt es in jedem Fall auch kostenfreier Zugang. Da sagen viele ja, das muss der Staat leisten. Was muss der Staat noch leisten? Jede Gemeinde muss jetzt kostenfreies WLAN anbieten in ihrer Stadt, in jeder Landgemeinde. Dann drücken sie auf die Tränendrüse und sagen, damit ist aber eine Teilhabe weiter Bevölkerungsschichten möglich. Ich sage für mich, wer ein teures Handy hat, ein Smartphone, der hat vielleicht auch 5 € für eine Flatrate zur Verfügung. Dass der damit zwar ein teures Handy hat, aber von Kommunikation ausgeschlossen ist, glaube ich nicht. Der ist auch jetzt schon im Netz. Dass man im Netz auch Missbrauch bekämpfen muss in Zukunft, ist, glaube ich, unstrittig. Anfang des Jahres gab es folgenden Fall in Gladbeck. Es wurden ganze Gruppen von der Bevölkerung verunglimpft, wurden Unterstellungen im Netz anonym verbreitet. Und erst als die Staatsanwaltschaft die Identität lüften konnte, stellte man fest, es war der städtische Pressesprecher, aber wenn alles frei ist, dann können Sie dies nicht mehr. Und wenn keiner mehr dafür verantwortlich ist, dass er ein Netz zur Verfügung stellt, dann können Sie alles im Netz machen. Dann können Sie Kinderpornografie runterladen, dann können Sie eBay-Schweinereien veranstalten, dann können Sie Verabredungen zu Straftaten durchführen. Im Übrigen, das Verfassungsgerichtsurteil, Herr Kollege von 2010, ist eindeutig. Solange Sie nicht professionell einen Hotspot vom BGH, ja, es ein Hotspot zur Verfügung stehen, Sie machen Sie sich nicht strafbar. Sie können bestenfalls auf Unterlassung veranlasst werden. Aber Sie machen sich nicht strafbar, wenn ein Café einen Internetanschluss zur Verfügung stellt und damit Missbrauch betrieben wird. Gibt es das dann kein Café mehr? Müssen ein bisschen lauter sprechen. So. Also, Sie können sagen, das ist Rechtsunklarheit. Wenn das für Sie unklar ist, muss das nicht allgemein Unklarheit bedeuten. Herr Kollege Hegemann, ich bin nicht ganz überrascht, Sie vielleicht auch nicht. Der Kollege Schwert würde Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen. Wollen Sie die zulassen? Ja, und die nächsten zwei auch. Und die nächsten zwei auch. Das ist ja schon mal quasi ein Freifahrtschein. Ja. Herr Kollege Schwert, bitte sehr. Das ist furchtbar lieb, dass Sie das zulassen. Herzlichen Dank. Ich habe versucht, es mir zu verkneifen, weil da so viele Ungenauigkeiten waren. Aber was ich Sie gerne fragen würde, das sollte Ihnen bekannt sein, wie sieht es denn mit dem Unterschied zwischen Strafrecht und Zivilrecht aus? Sie sprechen die ganze Zeit strafrechtliche Komponenten an. Was hat das jetzt mit der zivilrechtlichen Frage zu tun? Herzlichen Dank. Gar nichts. Ich sprach über das Strafrecht. Es kann sich keiner zivilrechtlich strafbar machen. Ich habe hier über das Strafrecht gesprochen. Sie sagen, es ist eine Rechtsunsicherheit im Strafrecht, darum mein Zivilrecht. Natürlich habe ich kein Interesse daran, irgendwo eine Abmahnindustrie hier zu fördern. Aber ich habe auch Interesse daran, wenn einer ein Instrument zur Verfügung stellt, dass dies sozial verantwortlich geschieht. Ja, keine Ahnung, das kenne ich. Gott sei Dank wird bald Ihre Ahnung wurde im Bundestag schon nicht gebraucht und ich gehe davon aus, sie wird in Zukunft hier auch nie gebraucht werden. Also die haben einen eindrucksvollen Nachweis gebracht. Meine Damen und Herren, Herr Kollege Hegemann, ich unterbreche ja ungern, aber Sie hatten ja gerade gesagt, eine weitere Zwischenfrage würden Sie zulassen. Es gibt quasi zwei zeitgleiche Zwischenfragen und ausnahmsweise würde ich dann vorschlagen, wir würden beide zulassen. Sowohl von dem Herrn Marsching als auch von dem Kollegen Engstfeld. Na, ist er gar nicht. Der Kollege Bolte sitzt auf dem Platz von Herrn Engstfeld. Machen wir beide, ja? Dann fangen wir mit Herrn Marsching an. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Hegemann, dass Sie diese Frage zulassen. Sie sagen, Sie reden über das Strafrecht. Da muss ich Sie fragen, auch als Betroffener, ist Ihnen denn klar, dass diese Abmahnindustrie, von der Sie reden und die wir auch mit diesem Antrag bekämpfen wollen, dass es sich dabei eben nicht um Strafrecht, sondern um Zivilrecht handelt?
Genau das hatte ich, glaube ich, gesagt. Nein. Nein, ich meine, ich verlange da nicht viel von Ihnen, aber dass Sie mal einigermaßen zuhören, das verlange ich schon. Dass diese ganze Abmahnmaschinerie zivilrechtliche Hintergründe hat, darüber sind wir uns doch im Klaren. So, dann haben wir jetzt noch die ausnahmsweise dritte und damit aber auch letzte Zwischenfrage. Kollege Bolte, bitteschön. Vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank, Herr Kollege Hegemann, dass Sie die Frage zulassen. Nun bin ich hier kein Mitglied der Piratenfraktion. Insofern können wir uns vielleicht ohne Ihre Reflexe unterhalten. Was ich interessant finde an Ihrer Argumentation ist, dass Sie offensichtlich kein Bewusstsein für die Chancen einer größeren Verbreitung freier Internetzugänge haben. Und vor diesem Hintergrund möchte ich Ihnen gerne die Frage stellen, ob Sie möglicherweise in der Störerhaftung einen Grund oder in der bisherigen Regelung der Störerhaftung einen Grund dafür erkennen, dass in Deutschland es wesentlich weniger freie Zugänge zum Netz mit all den in den vorigen Redebeiträgen beschriebenen Chancen gibt, als in eigentlich allen anderen europäischen Ländern, ob das möglicherweise damit zu tun hat, dass die Störerhaftung in Deutschland in einer Weise geregelt ist, wie es sie nirgendwo in Europa praktisch gibt. Das weiß ich nicht. Fragen, was wäre, wenn, die kann ich schlecht beantworten. Aber da Sie sagen, ich wäre mir nicht im Klaren, was die freie Nutzung des Internets bedeutet. Also ich habe das Internet schon genutzt, da sind Sie wahrscheinlich noch mit dem Trommel um den Weihnachtsbaum gelaufen. Also was diese Unterstellung soll, kann ich nur beim besten Willen nicht verstehen. Ich glaube, jeder in diesem Haus hat die Chance des Internets erkannt, uns gegenseitig vorzuwerfen, Sie wollen das Internet nicht. Das ist doch billig. Das hat mit Reflexen nichts zu tun. Das entspricht auch nicht Ihrem Niveau. Ich sage mal, bisher habe ich Sie anders erlebt. Aber zu glauben, hier eine Fraktion hätte per se was gegen eine breite Nutzung des Internets, das ist dummes Zeug. So. Meine Damen und Herren, es wird Sie nicht wundern, dass wir diesen auch fast unveränderten Antrag, der nun zwei Unterschriften mehr trägt, nämlich denen der SPD und denen der Grünen, auch heute nicht zustimmen werden. Vielen Dank, Herr Kollege Hegemann. Für die FDP-Fraktion spricht dann der Kollege Bombis. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen, geehrte Herren. Also ganz grundsätzlich, SPD, Grüne und Piraten legen hier einen Antrag vor, der vor allen Dingen viel Prosa beinhaltet. Sie begrüßen die Aktivitäten von der Regierungsmehrheit von Rot und Grün. Sie loben sich also selbst. Das ist zunächst mal eine beeindruckende parlamentarische Leistung. Aber immerhin fordern Sie die Landesregierung ja dann auch auf, aktiv zu werden, gestehen also zu, dass da noch durchaus Verbesserungsbedarf ist. Da, soweit teilen wir das durchaus auch. Und auch was Fragen des vermehrten Zugangs zum Internet angeht, da kann man ja drüber diskutieren. Aber dieser Antrag ist so in dieser Form trotzdem nicht zustimmungsfähig. Und ich will Ihnen an drei Punkten auch kurz erläutern, warum das so ist. Sie sprechen zunächst in der Einleitung den fehlenden Internetzugang bei einkommensschwachen Familien an. Ich sage Ihnen ganz offen, eine Novellierung des Telemediengesetzes ist durchaus sinnvoll und wird auch von der FDP unterstützt. Was wir nicht so ganz mittragen können, ist diese rot-grüne, piratenmäßig gefärbte Betroffenheitslyrik. Sprechen Sie doch mal mit den Sozialexperten aus Ihren Fraktionen im ALG II. Etwa ist der Internetzugang berücksichtigt. Sie sollten den Leuten hier nicht erzählen, dass Sie mit diesem Antrag etwas für sozial Schwache tun, und Sie sollten die Menschen hier insofern auch nicht für dumm verkaufen. Herr Kollege Bombis, es gibt eine Zwischenfrage vom Kollegen Sommer. Möchten Sie die zulassen? Aber mit dem allergrößten Vergnügen. Ja, Herr Kollege Sommer. Vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank auch, Kollege Bombis, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie sagten gerade, dass im ALG II oder im SGB II Bezug der Internetzugang enthalten ist. Können Sie uns die Summe monatlich sagen, die dafür zur Verfügung steht? Entschuldigen Sie, das kann Wenn Sie die Summe nicht genau wissen, wissen Sie, ob es über oder unter 2 Euro dem Monat liegt? Danke.
Entschuldigung, also der Kollege Hegemann hat doch gerade bereits darauf hingewiesen, dass es durchaus Möglichkeiten gibt, wenn man sich die entsprechende technische Ausstattung schafft, dann mit der entsprechenden grundsätzlichen Berücksichtigung auch bei den Kosten für einen Internetzugang, für eine Flatrate entsprechend diesen Zugang zu ermöglichen. Sie sollten hier keine Betroffenheitslyrik, Sie sollten hier keine Betroffenheitslyrik in diesem Antrag bringen. Meine Damen und Herren, es gibt einen zweiten Punkt. Sie tun so, als müsste man nur das Telemediengesetz ändern und schon wäre eine der großen Wünsche der Vereinigten Linken von SPD, Linkspartei, Grünen bis zu den Piraten dann erfüllt. Alles für alle und das am besten auch umsonst. Ich habe Ihnen eine traurige Wahrheit mitzuteilen. Es wird auch zukünftig nötig sein, für einen WLAN-Zugang zu bezahlen. Der muss ja von irgendjemandem auch zur Verfügung gestellt werden. Und Sie sollten sich mal überlegen, wie Sie dem von morgens bis abends hart arbeitenden Kaffeebetreiber dann erzählen wollen, dass er jetzt mit seinem WLAN auch alle Wohnungen über seinem Café zum Beispiel versorgen soll. Und insbesondere an Sie von den Piraten. Ja, wie soll das denn sonst? Ach. Herr Kollege Bombis, es gibt eine weitere Zwischenfrage, diesmal von dem Kollegen Schwert. Sie möchten ja auch die zulassen, ja? In Gottes Namen. Dann machen wir das und vielleicht können wir in der Zwischenzeit mit den etwas lauten Zwischenrufen dann auch uns etwas zurückhaltender agieren. Herr Kollege Schwert, die Zwischenfrage bitte. Ja, in Gottes Namen vielen Dank, dass Sie das zulassen. Sie sprachen gerade davon, dass man für einen WLAN-Zugang immer bezahlen wird müssen. Können Sie sich nicht vorstellen, dass ich zum Beispiel zu Hause einen WLAN-Zugang meiner Nachbarschaft und den Passanten und so weiter bereitstelle und dafür überhaupt kein Geld verlange? Oder passt das jetzt nicht in ein liberales Weltbild? Herzlichen Dank. Sie haben mich an der Stelle eindeutig missverstanden, was Sie da tun und im Übrigen auch zu dem Thema Abmahnwirtschaft ist ja was gesagt worden. Das ist natürlich Ihre Sache. Nur grundsätzlich muss natürlich für die Zurverfügungstellung des WLAN-Zugangs dann von Ihnen doch wohl auch bezahlt werden. Oder, Herr Kollege Schwert? Und das ist doch nun mal etwas, und entschuldigen Sie bitte, dass ich da auch noch mal darauf hinweise, wenn dann eben mehrere Mietparteien zum Beispiel in einem solchen Haus auf diesen WLAN-Zugang dann zugreifen, dann ist es doch wohl auch so, dass diese Belastung des Zugangs dann potenziell dazu führen, wenn zum Beispiel alle gleichzeitig Firmen runterladen, dass es eben nicht möglich ist, dass man dann wieder, dass dieser Zugang dann vernünftig auch noch zum Beispiel in dem Café genutzt wird. Das ist doch wohl auch eine technische Wahrheit. Meine Damen und Herren, es gibt einen dritten Punkt und auf den möchte ich ebenfalls kurz noch hinweisen. Sie fordern den Aufbau einer NRW-Plattform, auf dem WLAN-Zugänge gelistet werden sollen. Und hier überraschen mich eben insbesondere nochmal Piraten und Grüne. Was hier gefordert wird, da muss ich Ihnen sagen, das geht potenziell wieder in die Richtung einer flächendeckenden Überwachungsmaßnahme, wenn Sie sowas zentral organisieren. Sie wollen zwar eine Haftungsfreistellung für das WLAN, aber der Staat soll dann trotzdem genau wissen, wer da was genau treibt. Und wenn ich das nehme und dann gleichzeitig sehe, dass CDU und SPD auf Bundesebene die Vorratsdatenspeicherung wieder einführen will, dann sehe ich dort eine wesentliche größere Bedrohung für Freiheit und Offenheit im Internet als zunächst mal in bestimmten ungeklärten Haftungsfragen. Denn das gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Vorratsdatenspeicherung dem Access Provider aufgebürdet werden soll und Sie mit Ihrem Antrag private WLAN-Betreiber bei der Haftungsprivilegierung Access Providern gleichstellen wollen. Das wird eine interessante Situation geben. Überwacht dann demnächst der Kaffeebetreiber die Mitnutzer seines WLANs? Darüber sollten Sie vielleicht noch mal nachdenken. In dieser Form ist Ihr Antrag jedenfalls nicht zustimmungsfähig. Er ist wenig konkret, viel Betroffenheitsprosa. Und in Teilen geht er unserer Auffassung nach sogar dann, Stichwort NRW-Plattform, in eine gefährliche Richtung. Sie sollten sich das noch mal genau überlegen, wie das in der Praxis aussehen soll. Wir werden dem Antrag so nicht zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bombis. Für die Landesregierung hören wir nur den Herrn Minister Dül. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren,
Die Landesregierung begrüßt den Antrag der Fraktionen Piraten, Bündnis 90 Die Grünen und SPD, der das Ziel hat, private und gewerbliche WLAN-Anbieter, wenn sie für die Öffentlichkeit einen WLAN-Zugang anbieten, vom Haftungsrisiko bei einem Missbrauch anderer Nutzer freizustellen. Der Sachverhalt ist hier jetzt schon mehrfach, auch in den Diskussionen zwischen Ihnen bei inzwischen entsprechenden Fragen, noch einmal dargestellt worden. Private Gaststätten, Hotels, Cafés haben derzeit ein sehr hohes Haftungsrisiko, wenn sie für die Öffentlichkeit einen WLAN-Zugang anbieten. Es ist unklar, in welchen Fällen und unter welchen Voraussetzungen sie rechtlich gerade stehen müssen, wenn ein Missbrauch durch andere Nutzer erfolgt. Gewerbsmäßiges Anbieten von einem WLAN-Hotspot für Zugangsprovider ist durch den Paragraphen 8 des Telemediengesetzes privilegiert geregelt. Die Sanktionen für Missbrauch und Abmahnkosten können für private und kleine Betreiber von WLAN-Zugängen in den existenzgefährdenden Bereich gehen. Es ist unzumutbar für Anbieter von WLAN-Hotspots, das komplette Surfverhalten der Kunden zu kontrollieren. Und nach der aktuellen Rechtsprechung wird der Betreiber eines offenen Funknetzes bei Rechtsverstößen, etwa gegen das Urheberrecht oder das Wettbewerbsrecht, als Mitverantwortlicher angesehen. Und um das Haftungsrisiko für private und gewerbliche Betreiber zu ändern, haben wir bereits im Bundesrat die Bundesregierung gebeten, zu prüfen, ob und wie durch Änderungen der bisherigen Gesetzlage a. das Potenzial vorhandener WLAN-Netze stärker nutzbar gemacht werden kann, b. das Haftungsrisiko beschränkt werden kann, indem man zum Beispiel § 8 TMG überprüft oder ändert, und c. Schutzmaßnahmen notwendig sind, die die Betreiber von WLAN-Netzen zur Vermeidung ihrer Verantwortlichkeit für unbefugte Nutzung durch Dritte zu ergreifen haben. Das alles dient vor allem auch den privaten Betreibern von WLAN-Netzen, um Haftungs- und Abmahnrisiken auszuschließen. Es ist bedauerlich, dass in dem ersten Anlauf die damalige, kann man ja jetzt sagen, Bundesregierung in ihrer Stellungnahme das für nicht notwendig erachtet hat. Wir sind aber als Landesregierung hier sehr eindeutig und sagen, wir unterstützen diesen Antrag. Im Übrigen ist darauf schon auch von den Abgeordneten Schneider darauf hingewiesen worden, dass sich in den Koalitionsverhandlungen darauf verständigt wurde, die Betreiber öffentlicher WLAN-Netze den Zugangsprovidern gleichzustellen. Das heißt, die Landesregierung wird sich weiter dafür einsetzen, das Potenzial vorhandener WLAN-Netze stärker nutzbar zu machen, das Haftungsrisiko für private und öffentliche WLAN-Betreiber zu beschränken. Die Landesregierung, auch das spielt in dem Antrag hier eine wichtige Rolle, begrüßt im Übrigen die bestehenden regionalen und lokalen Freifunkinitiativen als einen wichtigen Beitrag für die Schaffung einer digitalen Teilhabe. Und sie wird die Forderung des Antrags, die stärkere Verbreitung offener Internetangebote durch ein Informationsangebot auf einer Internetplattform zu unterstützen, gerne aufgreifen. Dies könnte beispielsweise in ein bestehendes Internetangebot der Breitbandinitiative des Landes integriert werden. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Minister Dün. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Wir stimmen daher ab. Die antragstellenden Fraktionen von SPD, Bündnis 90 Die Grünen und Piraten haben direkte Abstimmung beantragt. Wir kommen somit zur Abstimmung über den Inhalt des Antrags, Drucksache 19/4427. Ich darf Sie fragen, wer für diesen Antrag stimmen möchte. Das ist die Piratenfraktion, SPD-Fraktion, Bündnis 90 Die Grünen. Wer ist gegen den Antrag? Die CDU und FDP-Fraktion. Enthält sich jemand? Das ist nicht der Fall. Damit ist der Antrag, Drucksache 19/4427, angenommen.